Ihr Kollege Paul Lehrieder hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, dass sich gerade die Anzeigetafel der Redner rechts mit einem roten Aufflacker mit einem Rotlicht verabschiedet hat, gerade während dieser Debatte. Meine Damen und Herren, laut Schätzungen der EU-Kommission arbeiten ca. 200.000 Zwangsprostituierte in Europa. Die OECD spricht von jährlich 120 bis 500.000 Frauen, die als Prostituierte aus Mittel- und Osteuropa in westeuropäische Länder kommen. Ungefähr 27% davon sind Kinder und Jugendliche. Menschenhändler verdienen pro Jahr ca. 150 Milliarden Dollar, so die internationale Arbeitsagentur ILO. Daher denke ich, meine Damen und Herren, liegt es in der Verantwortung der Politik, den in der Prostitution tätigen Menschen einen besseren Schutz zu gewähren, deren Selbstbestimmungsrecht zu stärken und dieses Gewerbe stärker zu kontrollieren. Das derzeit noch geltende Prostitutionsgesetz, das die damalige rot-grüne Regierung 2002 auf den Weg gebracht hat, konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Frau Dörner, Sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, gut gemeint ist nicht immer automatisch gut gemacht. Deshalb hätte ich es begrüßt, wenn die Grünen zumindest konstruktiv an diesem Gesetz jetzt mitarbeiten, in einer gewissen Verantwortung vor dem, was Sie vor 14 Jahren auf den Weg gebracht haben, um das jetzt zu verbessern. Frau Dörner hätte eine Frage, Frau Pau. Frau Pau, die Frau Dörner will mich was fragen. Ich lasse zu. Gut, dann lassen Sie also eine Frage oder Bemerkung zu. Wir waren jetzt hier gerade bei der Lösung technischer Probleme. Entschuldigung, also bitte. Frau Dörner. Ja, vielen Dank, dass Sie so überschwänglich meine Frage zugelassen haben, Herr Lehrieder. Kollegin Lehrieder, Sie kennen sich aus. Und dass die Fragezeit schon in Ihrer Antwortzeit einkalkuliert wurde. Ich wollte Sie fragen, ob Sie zur Kenntnis genommen haben, dass wir schon vor einem halben Jahr uns sehr konstruktiv eingebracht haben in diese Debatte, in der wir einen eigenen Antrag bzw. einen Vorschlag eingebracht haben, Gesetz zur Regulierung von Prostitutionsstätten vorlegen. Ich glaube, ich habe in meinem Beitrag auch deutlich gemacht, dass wir, was Regulierungsmöglichkeiten für das Gewerbe angeht, sehr wohl auch eigene Vorstellungen haben, die sich in Teilen mit dem decken, was in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthalten ist, auch wenn wir in Details weiter Kritik haben. Insofern ist meine Frage, nehmen Sie das zur Kenntnis, dass wir gerade was die Regulierung von Betriebsstätten angeht, sehr konstruktiv uns eingebracht haben, dass unsere Kritik sich darauf bezieht, dass Sie eben gerade in der Prostitution tätige Prostituierte weiterhin mit Pflichten bzw. mit zusätzlichen Pflichten belegen wollen und dass das der Punkt ist, an dem wir unsere Kritik haben, die sich übrigens auch, wenn man sich die Stellungnahmen anschaut, die für die Anhörung am kommenden Montag eingegangen sind, in der Breite der Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen geteilt werden. Ja, Frau Kollegin Dörner, Sie dürfen versichert sein, dass ich als Ausschussvorsitzender sehr wohl Ihre Anträge kenne und auch zur Kenntnis nehme. Und ich begrüße ausdrücklich, dass Sie in dem frühen Zeitpunkt zumindest schon mal mitgewirkt haben. Umso mehr hat es mich enttäuscht, dass Sie vorhin in Ihrer Rede ausdrücklich gesagt haben, noch vor der Anhörung am Montag, wir lehnen dieses Gesetz ab. Das heißt also, hören wir doch mal die Anhörung am Montag an, was die Sachverständigen sagen. Es wurde von Ihnen bereits abgelehnt, gesagt, dieses Gesetz werden wir ablehnen. Können wir im Protokoll ja nachlesen, dass man sagt, okay, jawohl, wie schon gesagt, eben, wir werden am Montag, bleiben Sie stehen, ich bin noch nicht fertig, wir werden am Montag in der Anhörung darüber diskutieren, über die Stellungnahmen eben hier der Sachverständigen. Und daraus können wir doch dann Konsequenzen ziehen, Frau Dörner. Nicht reflexartig ablehnen, wie schon gesagt, was die Große Koalition jetzt sinnvollerweise auf den Weg bringt. Arbeiten Sie konstruktiv mit. Ich hoffe doch, dass Ihnen genauso der Schutz gerade der jungen Frauen in diesem Gewerbe auch am Herzen liegt, wie es uns von der SPD und von der CDU-CSU natürlich eben ist. Bitte? Ja, ich muss Ihnen das unterstellen. Das Gesetz, das damalige Gesetz und die damalige, der damit verbundene Liberalisierung des Prostitutionsgewerbes hat nicht nur für eine massive Ausweitung der Prostitution, sondern auch für eine zunehmende Ausbeutung der in der Prostitution Beschäftigten geführt und zu einer massiven Verschlechterung deren sozialen Lage. Menschenunwürdige und ausbeuterische Geschäftsmodelle sind entstanden und Zwangsprostitution, Menschenhandel sowie die damit verbundene Begleitkriminalität haben massiv zugenommen und stellen mittlerweile auch einen Kriminalitätsschwerpunkt in diesem unserem Lande dar. Deutschland wurde zeitweise sogar als Bordell Europas bezeichnet, wurde bereits darauf hingewiesen. Die derzeit noch geltenden Regelungen schützen schon seit geraumer Zeit nicht mehr die in der Prostitution Tätigen. Kriminelle
Auch zahlreiche Bordellbetreiber haben die geltende Rechtslage ausgenutzt und hieraus Profit geschlagen. Durch die fehlenden Kontrollmöglichkeiten ist der Raum für Missbrauch und Ausbeutung geöffnet worden. Und genau deshalb, Frau Danner, genau deshalb müssen wir natürlich die Bordelle überprüfen bzw. die Möglichkeit haben, dass auch die Polizei natürlich in den Bordellen nach dem Rechten schauen kann. Nicht mehr und nicht weniger wollen wir tun. Und das ist völlig zu Recht. Die Frau Ministerin Schwesig hat auf die Pommesbude hingewiesen. Jedes andere Gewerbe in Deutschland ist mehr Regulierung unterworfen als genau der Betrieb eines Bordells. Und das kann es nicht sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der CDU-CSU-Fraktion ist es ein wichtiges Anliegen, ein Prostituierten-Schutzgesetz auf den Weg zu bringen. Ich möchte ganz bewusst auf den Namen eingehen. Es heißt nicht ein Prostituierten-Gesetz, sondern es ist ein Prostitutionsschutzgesetz, kein Prostituierten-Schutzgesetz, sondern Prostitutionsschutzgesetz, weil eben entsprechend hier die Prostitution keines Schutzes bedarf. Das wird nicht zu Unrecht eben hier oft genug als ältestes Gewerbe der Welt bezeichnet. Wir müssen die Frauen und auch die Männer, die in der Prostitution tätig sind, die müssen wir schützen vor ausbeuterischen Geschäftsmodellen, vor einer Ausnutzung ihrer persönlichen Lage. Und genau dies bringt dieses Gesetz erstmalig richtig auf den Weg. Meine Damen und Herren, ich denke, dies ist mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf, den wir von Juli 2017 an sukzessive umsetzen werden, gelungen. Ja, und es wurde von den Vorrednern bereits darauf hingewiesen. Wir haben uns die Beratungen nicht leicht gemacht. Wir sind von unterschiedlichen Ausgangspunkten an dieses Gesetz herangegangen. Es gibt in der Prostitution nicht die Prostituierte. Es gibt eben hier ganz unterschiedliche Ausprägungen der Menschen, die in der Prostitution diesem Gewerbe nachgehen. Es gibt die selbstbewusste 23-, 24-jährige Studentin, die sich etwas hinzuverdienen will, die sehr wohl auch mit diesem Gesetz leben werden können. Es gibt aber auch sehr viele, und man schätzt 75-80% junge, heranwachsende Mädchen, die zum Teil der deutschen Sprache nicht mächtig sind, aus dem osteuropäischen Ausland, die vulnerabel, die im Bereich des Heranwachsens eben schon hier durch Loverboy-Methoden nach Deutschland gelockt, zunächst eben als Busjob angeheuert und dann tatsächlich in die Prostitution geschickt werden. Auch die müssen wir im Fokus haben, auch die müssen wir schützen. Auch da ist es natürlich wichtig zu sagen, jawohl, du bekommst ein Beratungsangebot außerhalb des Milieus, deshalb auch die Gesundheitsberatung. Wie gesagt, wir haben diskutiert Gesundheitsuntersuchung, haben gesagt, nein, wir machen Gesundheitsberatung, dass man sagt, jawohl, Sie müssen die Möglichkeit haben, alle halbe Jahr einen Kontakt außerhalb des Milieus zu haben, um im Falle einer Übergriffigkeit, um im Falle einer Verletzung eben ihrer eigenen Rechte tatsächlich jemanden zu haben, an den sie sich vertrauensvoll wenden können. Und deshalb auch die Gesundheitsberatung ohne den Zuhälter natürlich, weil das macht ja keinen Sinn, wenn die unter dem Druck ihrer Begleitperson dann eben schon hier dann gar nicht in der Lage ist, ehrlich und offen zu sagen, was sie bedrückt bzw. wo die Probleme ein Stück weit dabei liegen. Wir hätten uns ja vorstellen können, das Mindestalter für die Prostitution auf 21 heraufzusetzen. Das war eben schon hier im Gesetzgebungsverfahren nicht durchsetzbar. Deshalb die Verdoppelung zumindest der Beratungspflichten, weil wir sehr wohl wissen, dass die Heranwachsenden in vielen Bereichen unseres Rechtssystems sind die 18- bis 21-Jährigen besonders geschützt. Ob es jetzt eben schon hier beim Betreten einer Spielhalle ist, ob es jetzt im strafrechtlichen Bereich als Heranwachsende ist. Genau in diesem Bereich die Menschen davor zu schützen, vielleicht einen Fehler zu machen. Und es gibt eine Schweizer Untersuchung, eine Schweizer Expertise, die sagt, 97-98% der in der Prostitution Tätigen werden eben schon leiden unter dieser Tätigkeit, auch nach Beendigung dieser Tätigkeit. Das zieht man nicht mit der Kleidung aus, diese Tätigkeit. Man verletzt sich selber ein Stück weit psychisch und zum Teil auch physisch eben in dem Bereich. Und deshalb muss man aufpassen, eben schon hier, dass man gerade die Vulnerablen, die verletzlichen jungen Frauen, insbesondere Frauen, aber auch die Männer, natürlich in dem Alter zwischen 18 und 21 besonders schützt. Hoffentlich gelingt es mit diesem Gesetz. Wir werden darüber diskutieren. Wir hätten da etwas weitergehen können, war aber nicht machbar. Meine Damen und Herren, eine veränderte, umfassende Regulierung der Prostitution und der Prostitutionsstätten in unserem Land durch ein neues Gesetz ist längst überfällig. Durch ein neues Prostituierten-Schutzgesetz wollen wir in Abstimmung mit den strafrechtlichen Erfordernissen bei der Verfolgung von Zwangsprostitution und Menschenhandel die Fremdbestimmung in der Prostitution wirksam bekämpfen. Bereits im gemeinsamen Koalitionsvertrag hatten wir vereinbart, Frauen besser vor Menschenhandel und Zwangsprostitution zu schützen, Täter konsequenter zu bestrafen und das Prostitutionsgesetz im Hinblick auf die Regulierung der Prostitution durch die gesetzliche Verbesserung der ordnungsbehördlichen Kontrollmöglichkeiten umfassend zu überarbeiten. Und ich darf, weil vorhin darauf hingewiesen wurde, vielleicht gerade zur Anmeldung noch zwei Sätze sagen. Die Anmeldung ist deshalb erforderlich, weil uns die Polizisten, die Kriminalpolizei sagt, wir können nur die schützen, die wir kennen.
Und wenn jemand nicht registriert ist, kann auch mit einem Aljud-Namen registriert sein, kann Domina 2000 im Ausweis drinstehen, um die Identität dieser Person auf der Straße zu verschleiern. Aber sie muss eben entsprechend hier bei der Meldebehörde registriert sein, dass man weiß, wie viele Prostituierte, in welchem Alter sind, wo im Stück weit unterwegs und tätig, dass man da natürlich als Polizei auch nach dem Rechten schauen kann. Dies wollen wir ermöglichen, wie schon gesagt, erstmalig. Es geht nicht um Gängelung, es geht nicht um Stigmatisierung, es geht nicht um Bevormundung, es geht um den Schutz der Frauen. Und da wird es allen Parteien hier in diesem Hohen Haus gut anstehen, konstruktiv daran mitzuarbeiten. Herzlichen Dank. Das Wort